Hallöchen ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal das Weihnachtsevent von Forever Skies an. Frozen Wishes heißt es, oder auf Deutsch gefrorene Wünsche, geht noch bis zum 7. Januar und da kann man eben schöne Weihnachtsdeko bekommen. Ist eigentlich ganz niedlich. Man muss dafür eine Weihnachtsquest absolvieren, die ist jetzt nicht so schwierig und die ist ziemlich linear. Zuvor möchte ich mir aber gerne den neuen verfallenen Funkturm angucken, weil da bekommt man einen Blueprint für einen großen Gefrierschrank. Wir haben ja jetzt schon kleine Gefrierschränke, also diese ganz normalen, die es eben bisher gab. Die sind aber ziemlich klein und man hat wenig Platz. Und deswegen haben sich viele einen großen Gefrierschrank gewünscht und der kam jetzt mit dem Weihnachtsupdate mit ins Spiel und den finden wir da. Und das schauen wir uns jetzt zuerst an und danach würde ich sagen, machen wir diese Weihnachtsquest zu Ende. Und zum Schluss können wir auch noch was Neues finden, beziehungsweise es wird freigeschalten, wenn wir so einen verfallenen Gartenturm da erreichen, wo wir da in den letzten Folgen waren, ne? Und da werden wir zum Schluss auch noch mal hinfahren. Vor uns ist auch schon ein neuer Turm, beziehungsweise glaube ich das, dass das ein neuer Turm ist, weil hier ist ein Fragezeichen. Da bin ich schon mal hingefahren. Wir haben hier auch ein Fragezeichen. Es kann sein, dass es noch so ein Turm ist. Wenn wir so ein Fragezeichen gemacht haben, dann ist ja immer dieselbe Art von den Türmen auch gleich mit offen. Wir fliegen da mal hin. Zuvor möchte ich aber kurz was lesen. Und zwar haben wir hier in der Datenbank nämlich neue Sachen bekommen. Ich hatte da schon mal hingeklickt, deswegen ist es nicht mehr markiert. Aber wir haben hier was Neues bekommen, also hier. Das wurde runtergesetzt. Wir haben jetzt halt hier bei diesem Kreis nur noch 75%, weil es geändert wurde. Immunität hilft dabei, Krankheiten zu widerstehen. Krankheiten werden durch Insektenstiche, Wunden oder den Verzehr roher Lebensmittel verursacht. Je geringer die Immunität, desto höher ist die Chance zu erkranken. Parameterwerte. Immunität verändert sich, während du deine Reise fortsetzt. Sie bleibt konstant und ist unveränderlich. Hoch, volle Immunität gegen Krankheiten, normal, Chance von 75% Krankheiten zu widerstehen, Chance von 50. Wir haben ja da viele Dinger gefunden, was gegen solche Viren helfen. Vielleicht haben sie das runtergesetzt, dass diese Sachen einen größeren Wert haben. Damit man die halt öfter braucht oder wie auch immer. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Auf jeden Fall wurde das da verändert. Und wir haben hier wiederhergestellte Daten. Und zwar, hier ist die neue Quest. Alte Bitte. Haben wir auch hier oben. Eine verschlüsselte Nachricht, mehrere Jahrhunderte alt, die seit langer Zeit im Äther unterwegs ist. Hi Pilot, wir haben einige der Baupläne für die gewünschten Geschenke noch nicht erhalten. Sie sollten auf Funktürmen in der Nähe zu finden sein. Unser Postluftschiff ist außer Betrieb und wir haben niemanden, den wir dorthin schicken können. Wenn jemand dort zufällig vorbeikommt, bitten wir diese Person, uns die Briefe und Geschenkbaupläne zu bringen. Wir haben leider keine andere Bezahlung als uns Dankbarkeit. Mit aufrichtigen Grüßen, die Rentiergang. Und das ist die Weihnachtsquest. Jetzt fangen wir aber erstmal mit dem verfallenen Funkturm an, den ihr schon hier vor mir seht. Da werden wir auch jetzt gleich reingehen. Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Hier wurde auch schon in den Studien was freigeschalten. Diese Rampe, die hatten wir ja schon, dieses hier geht. Und hier können wir eben den kaputten Gefrierschrank finden. Ja, dann gehen wir mal rüber, würde ich sagen. Hallo! Oh. Die können wir reparieren und da finden wir auch immer ein bisschen Loot. Ja. Neue Köder. Sehr cool. So, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier was scannen kann, abbauen kann, wie auch immer. Ich habe gerade einen Abbauer in der Hand, ne? Ja, das ist diese Andockplatte.
Gott, ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Okay, hier ist nicht. Da oben ist was zum Abbauen, aber das brauche ich aktuell nicht. Das ist nur eine Lampe. Boah, hier kannst du echt, wenn du nicht aufpasst, runterfallen. Holy moly. Hallo. Na? Ein Dosenwasser, das könnte ich abbauen, mache ich aber nicht. Was ist das? Das ist gar nichts. Hier ist irgendwas zum Lesen. Ach, hier was drin. Okay, hier ist, glaube ich, nichts weiter. Ich habe auch nichts an den Wänden gesehen oder so, was ich mitnehmen kann. Was ist hier? Unterschlupf Nummer 1. Neue Beute. Wir haben uns beim letzten Beutezug diesen schicken Gefrierschrank unter die Nagel gerissen. Er war leer, aber das ist ein Problem für den nächsten Abstecher. Zumindest wird er uns das Leben etwas erleichtern und das von denen schwerer machen. Seien wir mal ehrlich, seitdem diese Arschlöcher uns vom Zugang zu Nahrungsmitteln abgeschnitten haben, haben sie förmlich darum gebettelt. Wir könnten noch so einen Teil gebrauchen, aber dafür bräuchten wir brauchbare Hinweise. Guck dir den hier jedenfalls in der Zwischenzeit an und schau, ob er okay ist. Sag uns Bescheid, wenn was fehlt und wir suchen nach Ersatzteilen beim nächsten Beutezug. Okay. Da haben wir noch ein paar Sachen. Verfallener Funkturm, das ist da, wo wir gerade sind. Türme, die zur Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen entfernten Punkten dienen. Sie ermöglichen und so weiter. Der Turm zerfällt schon seit langem. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch steht. Alright. Wir haben was gefunden, aber das ist nicht dieser Brief von unserer Quest. Oh, hier habe ich noch was vergessen. Blicken. Ich glaube, hier in dem Ding haben wir alles. Oh, ich habe jetzt mal Angst, wenn ich hier drüber laufe. Gut. Also hier waren wir jetzt eigentlich schon überall, ne? Wir könnten noch mal da hochgucken. Ich guck mal, ob ich hier ohne Schaden rauskomme. Ja, hat super funktioniert. Ich will noch mal oben hingucken. Drück immer Leertaste zum Hochfliegen. Es ist keine Leertaste. Das ist aber nie richtig. Sehe ich da oben irgendwas? Nee. Glaube nicht. Glaube nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist von der anderen Seite. So, hier sind wir jetzt ja beim nächsten. Ich bin schon mal angedockt und habe diese Platte rausgefahren. Was ist für ein Kabel? Also hier unten ist ja nichts. Wir könnten zwar... Warte mal, kann ich hüpfen, wenn ich... Holy moly. Ich habe Angst, runterzufliegen. Also rein theoretisch geht eine Leiter runter, aber ich glaube nicht. Also ich könnte hier crouchen. Die Frage ist nur, wenn ich hier unten wäre... Sogar hier. Die Frage ist, wenn ich hier runtergehe, wie ich da wieder hochkomme. Weil du kannst da oben ja nicht stehen. Unterschlupf Nummer 2. Schlechter Fang. Und der letzte Beutezug war ein Reinfall. Ein ganzes Luftschiff voller Kram für Kinder. Nichts Brauchbares. Es pisst mich an, dass sie meinen, so ein unwichtiger Dreck geht vor, während wir nicht einmal das Nötigste bekommen. Arschlöcher. Wir haben daher ihr Luftschiff repariert, den ganzen Ballast abgeworfen und all ihren Kraftstoff mitgenommen. Vielleicht verstehen sie so, dass tote Traditionen keinen Vorrang vor lebenden Menschen haben sollten. Language, meine Damen und Herren. Obacht. Habe ich was übersehen schon an den Wänden? Nee. Hier geht es aber auf jeden Fall nochmal hoch. Hallo?
Lass mal den ganzen Staub rollen. Nix. Ein Erste-Hilfe-Koffer. Die Batterie. Hallo? Ah, hier geht's weiter. Da unten sind wir. Hier unten waren wir, oder? Waren wir auf der anderen Seite? Nee. Ich glaube, da war so ein Müll oben drauf. Eieiei. Will ich nach vorne laufen? Okay, und was mache ich hier? Hat das einen Grund, warum ich hier oben bin? Nee, hier waren wir, oder? Nee, ich hab keine Ahnung, wo wir waren. Ich glaube schon. Warte mal, wo ist denn hinten und vorne? Hier ist vorne. Hier waren wir. Hier waren wir, glaube ich. Hier waren wir noch nicht, weil wir ja so rumgeflogen sind. Also ich weiß nicht, was der Zweck ist, dass ich hier oben bin, aber ich gehe wieder runter. Ich habe hier oben ein bisschen Angst. Ah! Vielleicht war das der. Ja, das da kann ich abbauen, aber das mache ich jetzt. Also wir haben genug Zeugs. So, jetzt aber. Nicht so weit zurück. Nicht so weit zurück. Muss mal gucken, wenn ich auf dem Schiff bin. Ob das. Oh Gott. Ob das was bringen würde, wenn ich hier runtergehe. Aber hier, warte mal. Ah doch, warte mal, wenn ich hier rausgehe. Wenn ich hier runtergehen würde. Dann geht hier wieder so ein Weg hin. Siehst du das? Aber hier ist doch nur so ein Müll. Okay. Falls ich nicht mehr hochkommen sollte, dann kann ich mich immer noch befreien. Ist das jetzt echt dein Ernst? Nö, das ist mir jetzt egal. Ich meine, ein bisschen höher ist das Zeug da ja, ne? Oh Gott, ich habe Angst da unten. Ja, okay, mehr ist hier nicht. Hier ist wirklich nur dieses eine komische Teil hier. So. Gott, oh 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 Gott. Oh mein Gott. Ja, ja. Weiß schon. Stopp. Stopp. Wir sehen uns hier beim nächsten. Warte. Hauptsache alles erstmal durchgescrollt. Stand hier irgendwas? Irgendwas passiert? Habe ich irgendwo Schaden? Nee, ne? Nö. Alles gut, glaube ich. Nee. Ich glaube, es muss schon viel passieren, dass hier irgendwas kaputt ist. Nö. Jetzt wollte ich schon fast rüberlaufen, ohne dass das Teil draußen war. Herrje. So, wir gehen rüber. Okay. Okay, hier ist nix. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir schon gleich in dem ersten Funkturm, kann ich hier rüber? Dass wir gleich in dem ersten Funkturm den Bauplan finden werden. Das wäre irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht die Bizelle, doch da unten ist er. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich denke da und ich habe was übersehen, weil... Hier gibt es so viel und auch nix. Also ihr wisst schon. Hallo. Das könnte ich wegmachen, will ich aber nicht. Da haben wir echt so genug Metall und diese synthetischen Materialien. Da haben wir echt super viel davon. Half Railing und Short Railing. Ja, es gibt jetzt halt neue Baudinger, aber wir haben ja noch überhaupt keine Railing am Schiff. Wäre zwar cool, aber irgendwie laufe ich ja immer überall raus und so, ne? Deswegen, also wenn wir mal nicht diese Rampe verwenden, die ich jetzt die ganze Zeit verwende, dann laufe ich ja immer von den anderen Dingern raus. Und ich glaube, genau wo die Railing ist, würde ich dann immer rauslaufen wollen. Das wäre ein bisschen, also, Oh. Ukrainisches Gefäß. Oh, ich hänge. Nix da. Chicken. So, hier haben wir unseren
Unterschlupf Nummer 3, Rache der Normalos. Sie kamen nachts und diese Normalos haben wohl doch Eier. Keine Ahnung, wie sie von unserem Unterschlupf erfahren haben. Sie haben alles Wichtige zerstört. Luftschiffe, Landepisten und Leitern. Haben geschrien, dass sie Gerechtigkeit vollziehen. Wir haben angeblich ihre ganze Crew ermordet oder was auch immer. Und diese Pisser haben nicht einmal was von uns gestohlen. Sie waren in der Überzahl und haben uns keine Chance gegeben, mit ihnen zu sprechen. Ich würde ja verstehen, wenn sie uns bis aufs Letzte ausgeraubt oder uns einfach getötet hätten, wenn sie auf Rache aus sind. Aber nein, sowas Nettes hatten sie nicht vor. Sie lassen uns einfach langsam verhungern. Dieser Gefrierschrank hält uns eine Weile über Wasser, aber ich weiß nicht, was wir sonst weiter tun sollen. Danny, der Smogschlucker. Alright. Hier haben wir unseren Gefrierschrank. Kaputter großer Gefrierschrank. Kann Lebensmittel auf unbestimmte Zeit aufbewahren, ohne dass diese verderben. Doppelte Lagerkapazität. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Da werden wir unsere drei, die wir haben, auf jeden Fall komplett umwandeln. Wir müssen mal gucken, ob wir den komplett neu bauen müssen oder ob wir die mit den bereits vorhandenen aufwerten können. Mit dem Verbesserer. Dann gucken wir uns jetzt das mit dem Kühlschrank an. Und dann würde ich sagen, geht's weiter zur Weihnachtsquest. Und ich muss mal gucken. Ja, wir haben jetzt diese Funkturm-Varianten fertig. Moment. Ein großer Gefrierschrank. Energiekristall Epoxid. Habe ich noch ein Energiekristall? Bitte lass noch ein Energiekristall. Nee, ich will nichts ändern. Ja, wir haben noch Energie. Wie war nochmal teilen eigentlich? Mit dem, warte mal kurz. Steuerung. Hä? Ich mache mein Inventar dann gleich sauber. Sauber, leer. Jetzt muss ich gucken, wie man das mit dem macht. Kann ich den dann neu herstellen oder muss ich den verbessern? Verbessern wir ja hier. Research finalized. Ja. Brauchen Gefrierschrank, Epoxid und Helium. Wie viele Gefrierschränke habe ich? In drei, ne? 15 Epoxid. Warte mal. Warte. 15 Epoxid. Und was habe ich jetzt gesagt? Was war bei Helium 3? Ich guck dann mal, dass ich die Schränke irgendwie... Ich will die nicht alle auf einmal machen, weil die verfallen ja nicht. Doch, die verfallen. Das ist Heilung. Wo ist am wenigsten drin? Da ist alle. Aber ich kann das da essen. Ich hab nämlich Hunger. Ich will wenigstens den einen Kühlschrank noch mit euch zusammen hinstellen. Wie lange geht es noch? Ein Tag? Ja, okay, das ist okay. Das ist okay, das ist okay. Ich würde aus Platzgründen das dann mal kurz hier reinmachen. Ich muss mir oben wirklich größere Kisten hinmachen. Ich finde den Boden so schön. Ich möchte den überall haben, aber der ist halt super teuer. Der ist halt super, super teuer.
Habe Durst. Habe ich hier noch meine Flaschen? Ja, die sind auch alle. Ich habe zu viele Flaschen. Komm, gib her. Gib, gib, gib. Gib, 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 gib. Printing completed. Wow. Kann nicht an der Wand platziert werden. Ach was. Ist das vorne, was ich hier gerade im Blick habe schon, oder? Der ist auch noch gelb. Wir haben ja Licht. Wo ist das denn? Vielleicht brauche ich gar nicht mehr so viele. Beziehungsweise ich kann jetzt halt auf jeden Fall schon mal ein paar Dinge vielleicht zusammendingsen. Zusammenstecken. Also ich werde natürlich, wahrscheinlich wird er, warte mal, die lasse ich mal da. Wird er meine drei machen, wenn ich sie schon habe, ne? Warum sollte ich die dann nicht nutzen? Aber wir können dann mehr Pflanzen auf Vorrat haben. Wie cool. Macht es erstmal so. Und die anderen beiden mache ich dann noch, weil das da, warte mal. Dann hebe ich den auf. Das dann mache ich kurz mal hier rein. Die fülle ich jetzt mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich würde jetzt die beiden noch in große verwandeln. Und dann machen wir uns an die Weihnachtsquest. So, hier sind wir an so einem Funkturm, an so einem ganz normalen. Und da steht was Weihnachtliches. Ich lande da jetzt mal. Und rein theoretisch müssten wir da eventuell den ersten Brief finden. Oh, reicht das? Komme ich da? Wir machen erstmal die Kiste. Die habe ich von weitem gar nicht gesehen. Noch immerhin was zu trinken. Ja, hier ist Post. Oh, ist das cool gemacht. Ist ja voll schön. Hier sind so Postfächer. Wie süß ist das denn? Die Bitte des jungen Reisenden. Hi, Opa hat mir erzählt, dass es mal eine Zeit gab, in der die Erde nicht von diesem schädlichen Nebel überzogen war. Man konnte die gesamte Welt bereisen und darüber hinaus. Ich würde auch gerne so etwas tun. Ich bin noch klein, daher brauche ich nur eine kleine Eisenbahn. Und wenn ich groß bin, werde ich etwas gegen diese Nebel unternehmen. Und ich will eine große Eisenbahn fahren. Ich weiß nicht mehr, was ich noch schreiben soll. Liebe Grüße von Yao. Oh Gott, wie süß. Oh, das ist echt super schön. Falle ich hier runter, wenn ich noch weiter zurückgehe? Das ist super schön gemacht. Oh. Wir haben hier, glaube ich, unser zweites Geschenk. Ich bin zu einem weiteren Funkturm gesteuert. Hier ist unser zweites Geschenk anscheinend. Ich würde erstmal das hier gerne öffnen. Ein bisschen ist ja immer noch was drin. Und dann lesen wir mal den zweiten Brief. Das sieht so schön aus. Warte mal, lass mich kurz mal... schon schick aus. Reise in eine bessere Welt. Guten Morgen oder Abend. Ich würde gerne auf einem anderen Planeten leben. Einem, der nicht total kaputt ist. Ich brauche eine Rakete. Ich bringe alle auf einen Planeten, der noch nicht kaputt ist. Meine Mama und meine Oma und alle anderen. Ich verspreche es. Ich war dieses Jahr fast immer brav, aber nächstes Jahr versuche ich, es besser zu machen. Grüße, Alex. Oh. So, hier haben wir unsere nächste Haltestelle und müsste ja rein theoretisch die letzte sein. Eventuell. Das Heim der Träume. Lieber Stern, ich weiß, dass du eine Lüge bist und gar nicht existierst. Aber meine Eltern sind glücklich, wenn ich sage, dass ich an dich glaube. Ich wünsche mir ein großes Heim. Ein sehr großes Heim. Eines, in das wir nicht mit anderen Familien teilen müssen.
Ich hätte mein eigenes Zimmer. Groß genug für mein eigenes Bett, ein Regal und einen Schreibtisch. Aber ich weiß auch, dass dieser Wunsch sich nie erfüllen wird. Daher wünsche ich mir eine Spielzeugversion davon. Das ist alles. Tschüss, Sophia. Oh, wie süß. Das sieht ja voll süß aus da oben. So, und jetzt haben wir nämlich was Neues bekommen. Wir haben nämlich jetzt, stelle eine Lampe besserer Welten her, stelle die tragbare Eisenbahn des Reisenden her, stelle das Heim der Träume her. Haben wir die jetzt schon bekommen, die... Falls da was angezeigt wurde, habe ich natürlich gerade gar nicht aufgepasst. Hier haben wir. Wir brauchen Metalle, Kupfer und Maschinenteile. Nehmen wir die Metalle hier raus, weil hier liegen auch noch voll viele drin. Ich nehme mal das auch mit raus. Kupfer. Und Maschinenteile. Dann stellen wir hier schon mal das her. Tragbare Eisenbahn. Printing completed. Dann haben wir hier Lampe besserer Welten. Dazu brauche ich noch ein bisschen Synthetik und Plastikmüll. Oh, wie süß die jetzt schon aussieht. Ach ja, wie ihr unten seht, ich habe eine pilzbedingte Hirnhautentzündung. Die habe ich mir vorhin zugezogen, weil... Lass mich nachdenken. Ich hatte irgendein Bienen oder so in einem Turm oder so. Ich will das runterticken lassen. Ich will jetzt halt nichts nehmen unbedingt. Deswegen will ich es mal runterticken lassen und hoffe dann, dass es einfach vorbei ist. Aber wenn nicht, dann kann ich natürlich auch oben was dagegen nehmen. Printing completed. Ich will mal gucken, was passiert, wenn du es wirklich runterticken lässt. Ob dann irgendwas Komisches passiert oder wie auch immer. Das muss ich wieder hier mit reinmachen. Ich mache das immer hier rein, weil ich dafür noch nicht irgendwie, also... Ich habe keinen Platz mehr. So, das ist das, das, das ist das. Fliege zur Kleinstadt. Hier vor uns sehen wir jetzt so eine Kleinstadt und man sieht schon, wie in dem Trailer, da liegt Schnee und es ist ein bisschen geschmückt. Und hier auf dem Radar wurden die auch gekennzeichnet mit diesen... orangen Markierungen. Liegt da jetzt einfach mal hin. Ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Kleinstadt erreicht. Sind bestimmt wieder zu weit weg. Wir gucken einfach mal. Ja, eine ganze Ecke zu weit weg. Wir müssen natürlich hoch. Hochziehen. Hallo. Boah, das sieht schon cool aus. Ist natürlich ein bisschen seltsam, dass nur hier Schnee liegt. Aber hey. Lege eine Lampe besserer Welten ab. Lege. Egal wohin ablegen. Lege ab. Also hier ging es ja hoch. Oh, wie cool das aussieht. Hier ist ja offen. Hier war immer zu. Hier war immer... Ja, hier war immer zu und hier, das kann man aufmachen. Kann ich hier irgendwas scannen? Ich glaube nicht, ne? Ich muss die aber wohin legen? Hier, lege Heim der Träume ab. Oh mein Gott, wie schön. Mach mal es weg.
Und das einfach doppelt und dreifach zugemacht. Wie cool ist das denn? Hier kommt man dann nur runter. Da außen geht eine Leiter hoch. Das Heim der Träume. Lieber Stern, ich weiß, dass du eine Lüge bist und gar nicht existierst. Meine Eltern sind glücklich und so weiter. Das haben wir gerade schon mal beim letzten Mal gelesen. Das war diese Krankheitsbehandlung. Ach ja, übrigens, das ist einfach weggegangen. Also hast da nur die Symptome, aber das geht dann mit der Zeit auch wieder weg. Warte mal, das war der Gefrierschrank. Hatte ich den da jetzt gelesen oder hatten wir das schon? Das war das von den Krankheiten. Und das waren die Gegenstände. Wir haben wahrscheinlich, weil wir das dahingestellt haben, ne? Ein voll ausgestattetes Puppenhaus. Das blinkt halt immer noch wegen nach diesem Becher, den ich gefunden hatte. Ich hatte einen Souvenirbecher gefunden und noch ein Gartenzwerg, ein Gefäß. So, jetzt dürfte nichts mehr blinken, ne? Okay. Eine alte Bitte. Okay, wir müssen die beiden anderen Plätze noch finden. Wir müssen hier hoch, wie es scheint. Oh, oh Gott. Wir können doch einfach von hier da hoch, oder? Moment. Kann ihn jetzt scannen. Noch ein Souvenirbecher. Hänge Lampe besserer Welten hin. Oh, wie schön. Ich will auch so eine Lampe haben. Die sieht ja voll schön aus. Ich mag auch die Bäume mit dem blauen Schmuck. So, warte mal, wir sind jetzt halt hier, ne? Muss ich jetzt noch hin? Da oben war noch was, ne? Warte. Der ist nicht gesprintet. Ich muss kurz nochmal dahin, wo ich war. Ich weiß auch, warum ich es nicht gesehen habe, weil ich das Ding nicht anhab. Hatte mein HUD ausgeschalten. So nämlich. Oh, das ist auch schön. Warte mal, ich will erstmal hier gucken. Und jetzt kann ich leider auch alles nicht scannen. Es ist nur zum Wünsche erfüllen. Außer wäre voll schön, dass wir das... Oh. Das ist so süß. Es ist voll schön, dass wir jetzt den Weihnachtsmann spielen. Hört ihr die Musik? Ist irgendwas passiert?
Eine Nachricht, die allen gefertigten Bauplänen angehängt ist, die zu den Kindern nach Hause geliefert werden müssen. Hi, wir sind es nochmal. Wir wissen nicht, wer du bist oder warum du uns bei unserer Arbeit hilfst. Wir haben weder das Personal noch die Ressourcen, um alle Kinderwünsche zu erfüllen. Aber wir danken dir von ganzem Herzen. In ewiger Dankbarkeit, die Rentiergang. Oh, wie süß. Wir haben jetzt ja alle Geschenke ausgeliefert und ich wollte gerade losfahren. Da habe ich was gesehen. Das ist super schön gemacht. Ich wollte losfliegen und hier haben wir wahrscheinlich unsere Weihnachtsblueprints als Geschenk verpackt. Das ist mega, mega süß. Ja, Geschenkschachtel, Geschenk, Hocker, sogar eine Farbe war dabei. Das muss ich mal gucken. Wir gucken zuerst mal hier. Hier müssen wir nichts freischalten. Dann gucken wir hier. Hier. Moment. Das ist da unten, der Sessel wahrscheinlich. Ich kann gerade nicht scrollen. Aber hier brauchen wir für einen bequemen Sessel brauchen wir Epoxy, synthetische Materialien und Plastikmüll. Epoxid, Plastikmüll und Synthetik. So. Machen wir den doch mal. Hier ist wahrscheinlich nicht. Ich gucke mal hier. Oh, du bist schon fertig? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas war. Ich kann gar nicht weiter runter scrollen, aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas wäre. Glaube ich jetzt einfach nicht. Dann gucken wir hier mal. Hier ist ja nichts Neues. Hier oben ist was Neues. Und hier haben wir nämlich jetzt seit unseren Julfestbaum. Da brauchen wir Biomasse, Glas, Kupfer und Epoxid. Epoxid habe ich noch. Biomasse, Kupfer und Glas. Ich glaube, das zwei Kupfer reichen da nicht. Nee, ich brauche noch Biomasse tatsächlich, weil mehr Biomasse. Wie viel waren es jetzt? 5 oder 6? Blueprints? Ich meine, das da können wir auch noch machen, ne? Rein theoretisch. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Synthetik, Metalle, Synthetik, Metalle. Ich können wir das hier auch bei uns irgendwo hinhängen. Brauchen wir hier noch Synthetik, Metalle und Maschinenteile. Dann kann ich das da... Schreibe ich nachher wieder rein. Da waren Batterien drin, ne? Mach hier oben noch... Ich muss gerade mal gucken. Hier habe ich, glaube ich, nur die anderen beiden, ne? Dann kann ich hier Metalle rausnehmen. Dann machen wir hier noch diese Geschenkschachtel. Ich glaube, es waren 6 Stück. Wir gucken gleich mal an. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und drüben. Oder waren es doch nur 5? Ach, diese Farbe noch. Die Farbe war es noch. Ich muss mal gucken, wie man die herstellt. Synthetik. Aber kein Platz mehr. Jetzt habe ich wieder Platz. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Printing completed. Dafür brauche ich natürlich die Maschinenteile. Also ich habe das da, ich habe das da, ich habe das. Das.
Und dann haben wir diese Eisenbahn noch. Printing completed. Dann haben wir doch jetzt alles. Wir haben die drei Geschenke, wir haben die drei Dinger. Eigentlich müssten wir jetzt das soweit alles haben, ne? Dann richten wir unser Schiff noch ein bisschen weihnachtlich ein. Ah, das geht nicht mehr da rein. Perfekt. Muss ich kurz gucken. Wo drunter ist denn das? Zeichenwerkzeug. Wenn sie ganz nett wären, dann hätten die das unter der normalen Kartusche mit reingemacht. Ich nehme das mal auch mit rein. Die haben das unter Basismuster mit reingemacht. Gute Schlitten. Oh, das sieht schön aus. Also hier außen sieht man ja nichts, aber... Ja, okay, dieses in grün. Ja, okay. Aber guck mal, das sieht voll schön aus. Warte mal. Bei Basismuster haben wir ja ein bisschen. Die sind tatsächlich so nett und haben das gemacht. Wie schön. Die sind auch so, ne? Die Wände weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Oder wollen wir die Wände auch? Mehr haben wir jetzt nicht. Ach nee, das Ding ist kaputt. Warte. Diese Basismuster findest du halt immer ab und an mal in diesen kleinen... Also in dieser kleinen Stadt. Die anderen musst du immer herstellen. Wir haben ja schon mal geguckt, die brauchen hier ja viel anderes Zeug. Natürlich, wenn man farmt, also die drei. Natürlich, wenn man gerne in dieser Gartending unterwegs ist und da ein bisschen farmt, dann hat man das leicht zusammen. Eigentlich. Und jetzt haben wir auch einen großen Kühlschrank. So, wir haben jetzt halt noch ein was, aber wir haben... Nee, wir lassen es jetzt halt so. Fast schon so. Ich finde es gar nicht, guck mal. Das sieht auch, also es sieht fast aus wie so Kork im Boden. Nur ein bisschen dunkler. Ich mag ja braune Farben, von daher. Und das ist so rötlich, oder? Ja, guck mal. Wie cool ist das denn? War doch jetzt ja dieses Jute-Dingens. Ich habe mich doch jetzt nicht vertan, oder? Das ist außen. Und das ist innen. Ja. Aber wie cool ist das denn? Wir müssen mehr finden. Nee, warte. Wie stellt man die Basis her? Sauberes Wasser, Tintenknolle und kleine Aster. Aber ein dreimal kleine Aster. Dreimal kleine Aster. Ich habe nur vier Wasser, weil ich die zwei kleinen dabei habe. Das ist ja voll schön. Innen rot und außen grün. Kann ich noch 10 Mal. Ist auch nicht unglaublich viel. Wir müssen ja eh noch mal in so eine Gartenvariante. Da könnten wir doch gucken, ob wir noch was mitnehmen könnten, was wir brauchen. Nee, hier. Warte, hier war's. Habe ich was zu essen genommen.
Ich will wenigstens die beiden mal machen. Wenn es nicht reichen sollte. Hier habe ich nicht mehr leider für die. Oh, das sieht auch cool aus. Die musst du separat anstreichen. Das geht leider nicht mehr. Ich habe leider nichts mehr. Ich wollte es aufmachen. Sieht aber auch schick aus. So, wo stellen wir unseren Weihnachtsbaum hin? Wollen wir den hier so hinstellen, mitten rein? Was war das denn? Ach so. Oh, das sieht wirklich, wirklich schön aus. Oh mein Gott. Der ist ja voll hübsch. Hier, pass auf. Ein Geschenk, Geschenk, Geschenk. Kann ich das über mein Bett? Warte mal. Ich habe ja gesagt, ich möchte sowas auch haben. Jetzt habe ich sowas. Wie schön. Mein Gott. Man kann mich so leicht zufriedenstellen. Hier kann ich nichts hinstellen. Oh Gott, hab ich erschrocken. Mach doch nicht sowas. Gott, sieht der Stuhl kuschelig aus mit der Decke. Holy moly. Caution. A storm is coming. Ja. Soll ich's hierhin machen? Dann kannst du auch mal ein bisschen zugucken. Oh, das ist voll schön. Wie weit oben sind wir denn? Wo sind wir? Ach, noch so. Ja. Wir sind schon weit oben. Könnte ruhig noch ein bisschen regnen, dann könnte ich meine Dinger hier voll machen. Wir sind schon weit oben. Wir werden wahrscheinlich angegriffen. Wir werden... Oh Gott, es leuchtet ja auch noch. Wir werden angegriffen. Man kann sich drehen. Oh, das sieht so schön aus. Wir brauchen Farben für da hinten. Wir müssen eh noch in eine Gartenvariante gehen, weil wir müssen ja noch hier vervollständigen. Das heißt, wir müssen da eh noch mal reingehen. Ich gehe zwar davon aus, wir müssen in so ein überwuchertes, aber ich kann ja noch mal einen kurzen Abstecher zu einer normalen Gartenvariante machen. Und dann gehen wir zusammen nochmal zu einem Überwucherten. Vielleicht finden wir da ja, was noch fehlt, weil das möchte ich gerne, wenn wir jetzt schon so weit sind, noch fertig machen. Das würde ich jetzt noch machen. Ich sitze jetzt mal den Sturm aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Ich habe ein bisschen umgestellt. Hier habe ich noch einen Kühlschrank hingemacht, weil... Hier möchte ich jetzt meine ganzen Blümchen und so weiter reinmachen, die ich brauchen würde, um diese Muster herzustellen. Uns fehlt natürlich, wenn wir die da herstellen wollen, natürlich Pflanzenharz. Wir haben
eigentlich eine recht gute Anzahl an Pflanzenöl, aber das Harz haben wir halt nicht so wirklich auf Vorrat. Das bekommt man in diesen Underdust-Varianten. Wenn man durch diese Blumen geht mit diesem Booster da. Und da müsste man noch welches irgendwann mal farmen oder so. Was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen gefarmt in diesen Gartenvarianten, damit ich oben ein klein bisschen noch hübsch machen kann. Ich habe zumindest jetzt hier drin, glaube ich, soweit alles gemacht. Und wir haben halt hier, also das sind diese Wände für drin, die sind halt rot. Und diese Wände außen sieht man jetzt halt nur hier ein bisschen, die sind grün. Finde ich aber voll schön eigentlich. Bin im Boden halt auch voll schön, dass das so passt und überhaupt. Also, ich finde das Muster sehr, sehr schick. Man kann auch diese Dächer machen. Aber dann braucht man halt noch mehr. So viel haben wir momentan nicht. Vor allem auch das da mit der Uhr und so finde ich voll hübsch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ich habe auch diese Ecke ein bisschen neu gemacht, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Da ist noch nicht wirklich überall was drin, aber wir haben auf jeden Fall jetzt halt mehr Platz für unsere ganzen Sachen. Hier sind die Verdorbenen. Die will ich aber nicht wegschmeißen, weil daraus kann man auch noch mal ein bisschen was machen. Und ja. Hier sieht es jetzt so aus. Hier sind unsere ganzen. Alles, was ich so ein bisschen gefarmt habe währenddessen. Es gibt sogar. Die hatte ich schon mal gefarmt, aber die waren damals für mich halt super selten, weil ich die fast nie bekommen habe. Diese leuchtenden Staubmotten. Da habe ich jetzt halt hier welche am Köder gehabt. Hier fehlt uns noch dieses letzte Teil. Und ich würde sagen, wir stellen es auch her, weil. Ich bin hier schon mal gelandet. Wie ihr seht. Bei diesem Gewächshaus. Ich habe aber gesehen, wegen diesem Ding müssten wir gar nicht hier rein. Man kann den nämlich herstellen. Man braucht nur eine normale Staubmotte. Deswegen habe ich auch vorhin meinen Köder runter, weil ich wollte eigentlich diese Staubmotten. Aber. Ich habe nur leuchtende und fette Staubmotten bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht so ein spezieller Bereich ist, wo man nur die bekommt. Oder dass man mit den besseren Ködern nur die bekommt. Jetzt habe ich hier mal wieder einen normalen Köder hingemacht. Aber normalerweise weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ob das darauf irgendwie eine Auswirkung hat. Weil normalerweise. Ja, doch, guck. Staubmotte. Sehr gut. Sehr gut. Ja, die arme Staubmotte. Das sieht man sogar. Oh je. So, und dann. Natürlich auch mit in drei Staubmotten. Wow. So viel kann ich mit dem gar nicht mehr. Also das da kann ich nicht herunterlassen, weil das wird blockiert. Aber das da kann ich noch mal runterlassen. Ich glaube noch zweimal oder so. Und dann muss ich mal gucken. Wir können dann mal so eine reinmachen und dann gucken wir einfach mal. Welche hier anbeißen. Oh. Guck mal. Unser kleines Haustier. Oh, ich finde es so cool. Ich habe vorhin noch mal dieses ganze Zeug hier angeguckt. Es sieht so schön aus, vor allem mit den ganzen Details und so. Und genauso wie das hier. Warte mal, ich muss kurz. Warte. Hier, guck mal. Sieht voll schön aus. Na du?
Finde den Baum auch voll schön. Ich habe die Gartenzwerge übrigens hier rausgestellt, ne? Damit hier nicht so viel steht. Ja, ich weiß schon. Ich habe halt keinen Platz mehr. Mach das mal da unten rein. Bräuchte eigentlich noch. Siehst du schon wieder eine leuchtende? Ich glaube, das hängt mit dem Köder zusammen. Sind so viele. Wir bräuchten drei halt, ne? Wenn nicht, muss ich noch mal so normale herstellen. Ich meine, die haben nur wenig in Gebrauch, glaube ich. Ja. Warte mal. Ja, wir müssen das noch einmal herstellen, wenigstens. Ach ja, das sind hier übrigens diese Railings. Und das da sind die normalen Railings, die es schon vorher gab. Und das da wären jetzt nur diese, wie haben sich die genannt? Also nur das so Äußere von der Railing. Und das da wären diese Glas-Railings. Und dann gibt es halt noch halbe und so, ne? Ich habe die jetzt mal hier hingemacht. Ist okay. Ist okay. Aber, ja. Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig schick, aber es ist schon okay. Wie macht man denn so einen einfachen Köder? Metalle und Synthetik. Printing completed. Nochmal zwei Stück. Printing completed. Das Blöde ist halt, dass die halt auch ein Verfallsdatum haben, ne? Das heißt, ich muss die hier reinlagern. Ja, die haben 10 Stück, also die kannst du 10-mal runterlassen und die haben halt nur 3 und die Fangzeit ist halt. Hallo! Bis jetzt haben wir schon 2. Noch einen und dann. Ja. Wir haben 3. Wo können wir den herstellen? Hier. Dann haben wir auch wieder alles. Photophobie. Ich liebe es, wenn wir das auf 100 haben. No Icon. Sehr gut. Dann haben wir das doch auch geschafft. Dann haben wir heute wieder. Das ist diese Staubmotte, die wir gekocht haben. Was war hier noch? Ah, das ist er. Prevents pupil dilation, reducing pain induced by sun exposure. Okay. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, diese Krankheit, und dass man dieses Heilmittel braucht, aber. Wir haben es auf jeden Fall. Das ist immer gut, dass diese Lauch
Diese leuchtende Staubmotte. Diese Lauchstaubmotte. So. Wir haben alles. Sehr, sehr schön. Oh, das hat wieder so viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon drauf. Wenn es hier dann weitergeht. Es soll ja auch, glaube ich, habe ich gelesen, wie so Beete geben fürs Schiff. Also wo du deine Pflanzen und so weiter selber anpflanzen kannst. Wenn ich es richtig gelesen habe, das wäre halt voll cool. Vor allem, wenn man dann wirklich jede Pflanze, die man finden kann, anpflanzen kann, dann wäre es natürlich leichter mit den Farben herstellen und so, ne? So. So. Wir fahren kurz mal hier einfach ein bisschen raus. Wir hocken uns einfach mal hier hin. Gehen wieder ein bisschen runter. So. Und dann warten wir auf das nächste Update. Ich fand's schön, dass so ein kleines Weihnachtsevent drin war. Das geht jetzt halt noch, ich glaube, bis zum 7. Januar. Steht auch im Menü, im Hauptmenü, wenn man joint. Steht auch nochmal, wie lange es geht. Ich glaube, es war 7. Januar. Finde ich sehr, sehr schön. Und es sieht auch wahnsinnig toll aus. Ich mag diese Farben total. Aber wie gesagt, hier oben diese Decke sieht halt doch ein bisschen nach nichts aus. Aber ansonsten ist es voll schön. Und guck mal, wir haben jetzt halt auch so ein... Heißt das nochmal in dem Spiel? Ich habe vergessen, wie das in dem Spiel heißt. Mobile. Sieht voll schön aus. Komm, wir setzen uns zum Schluss nochmal in den Stuhl. Habe ich irgendwas? Ach, ich habe das Edukt noch. Ja, ist okay. Ach, Leute. Oh. Unser kleines Tierchen hat auch geschlafen. Wie süß. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr heute zugeschaut habt. Es war wahnsinnig schön. Ich habe es leider nicht vor Weihnachten geschafft, reinzugucken, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es noch geschafft habe. Das ist wirklich super, super schön. Und es geht eben, wie gesagt, jetzt halt nur diese 2 Wochen oder wie lange das jetzt war, 2, 3 Wochen oder so. Schaut gerne rein, wenn ihr möchtet, wenn ihr das auch haben möchtet und wenn ihr das Spiel überhaupt spielt. Auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War wieder sehr, sehr schön. Ich freue mich auf das nächste Update. Und dann sehen wir uns hier wieder oder bei einem anderen Let's Play, das momentan läuft. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Wir sehen uns. Tschüss.